Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem kleinen neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal gemeinsam rein hier in das Spiel Divine Knockout. Das ist ein brandneues Spiel, was jetzt frisch herausgekommen ist. Das Spiel ist von den Machern von Smite und Paladins. Und ja, ich habe jetzt gerade eben das Tutorial bereits abgeschlossen und wir starten jetzt mal gemeinsam rein hier in die erste Runde. Los geht's! Und da sind wir auch schon mitten im Geschehen. So, wir müssen jetzt alle Gegner eliminieren. So, dann gehen wir mal mit dem guten Tor mitten hier ins Gefecht. Los geht's. Komm. Und immer schön auf jeden Fall auch die Fähigkeiten einsetzen. Das ist sehr wichtig hier. Jawohl. Jawohl, ja, so ist gut. Sehr schön, ein Gegner ist weg. Und kommt, der dort hinten muss auch weg. No, 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 no. Da hat mich jetzt fast weggehauen hier. Wäre gar nicht gut gewesen. Oh. Push. Okay, Angriff, los. Oh, hoch hier. Wow. Also ich merke schon, ich muss mich auf jeden Fall noch ein bisschen einspielen hier in das Spiel. Aber macht mir jetzt gerade schon Bock so hier. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein nettes Spiel für so zwischendurch ab und zu. Und bald ist es auch ganz cool so mit Freunden. Ja. Los. Jawohl. Nur noch ein Gegner übrig. Wow. Der hat das gerade fast alle hier reingeschmissen. Jawohl, kommt herein. Ah, er ist wieder da. Na los. Jawohl, ich habe ihn wegbekommen. Ja, aber der hat mich wegbekommen. Schade. Okay, jetzt tun wir aber gleich respawnen, ja. Und immerhin haben wir mehr Punkte, ja. Also wir führen jetzt gerade. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Hilfe, wo sind meine Teammitglieder? Ja, kommt bitte her. Gut. Und Angriff. So, jetzt nutzen wir mal wieder die anderen Fähigkeiten noch. Los. Oh, aufpassen. Jawohl. Gewonnen. Sehr schön. 8-1. Okay, und hier haben wir jetzt 1-0 stehen. Okay. Sagen wir, stimme über die nächste Runde ab. Okay, ja, eine Karte auswählen. Ich nehme mal die rechte dort. Die sieht ganz cool aus. Und jawohl, die Karte ist jetzt auch dran. Okay, und hier gibt es ja solche Pendeldinger. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ja, sieht auch cool aus, die Arena hier. Ja, und ich glaube, hier wird irgendwas passieren bei diesen kleinen Löchern, die hier aus dem Boden schauen, ja. Was raus, ja, Stacheln. Okay. Wow, nein, das war's für mich, oder? Ja. Gegner haben einen Punkt bekommen. Schade. Okay, aber ich tue ja gleich respawnen, ja. Aber jetzt führen die auf jeden Fall hier. So. Komm. Jawohl. Sehr gut. Den einen habe ich reingeschmissen. Ja, na los. Mal schön ausweichen auch noch nebenbei hier. Ja, das Ausweichen darf man nie vergessen. Und meine Ulti ist bald bereit, sehe ich gerade. Die ist gerade bei 79%. Jetzt bei 80. Ja, sehr gut. Oh, das Pendel hat mich erwischt. Gar nicht gut. Los, hier rüber. Und zack. Oh, Hilfe. Los. Sehr schön, den habe ich rausgeschleudert. Sehr gut, da hinten ist einer, ja. Er will wieder in die Arena, aber er schafft es nicht. Schön.
Komm. Oh, Hilfe. Gut. Ja, also ich finde, ich habe eigentlich schon eine gute Leistung soweit hier. Also ich liefere gerade eigentlich ab, wie ich finde. Für die erste Runde ist das nicht schlecht. Oder eher gesagt, das erste Match. Ja. Komm schon, Heil runter. Ah, er kommt wieder. Ah, weil wir nicht lange hier bleiben. Sehr schön. Den habe ich auch wegbekommen. Und wieder einer weg. Jawohl. Meisterleistung hier so langsam. Ich merke schon. Ich wurde wie geschaffen für dieses Spiel hier, so wie es aussieht. Los, wir gehen da drüber. Yep. Oh, ich glaube, jetzt fliege ich gleich runter, oder? Ich habe das Gefühl, der Dude wird mich runterhauen. Nee, ich habe ihn runtergehauen. Sehr schön. 8-4 stand jetzt in dieser Runde. Jetzt haben wir hier 2-0 stehen. Schöne Sache. So, jetzt müssen wir uns wieder eine Karte aussuchen, ja? Oder welche wollen wir denn nehmen, ne? Ich nehme die rechts. Mir gefallen die Bäume und die Natur dort rechts auf dem Bild. Ich mag ja bekanntlich die Natur. Und da passt die Arena gut zu mir. Wir müssen nur aufpassen hier wegen dem Felsen, da dort unterwegs ist. So. Und die Arena ist auf jeden Fall ein bisschen breiter, so habe ich das Gefühl, als die von eben. Wirkt das zumindest. Ja, die ist definitiv etwas breiter, die Arena hier. Einfach vom gesamten Umfang her so. Los, fahr runter. Jawohl! Einen habe ich schon wieder runtergeschmissen. Und noch einen runtergeschmissen. Ja, ich sag ja, Meisterleistung jetzt. Komm, fahr runter. Ah, er schafft es zurück. Nee, er hat es nicht zurückgeschafft. Jawohl, komm. Ja, ich bin der Meister. Ich wurde für dieses Spiel gemacht. Endlich. Endlich habe ich ein Spiel gefunden, wo ich Meisterleistungen vollbringe. Jawohl. Meine Güte, das macht gerade Bock. So, weg mit euch. Husch, husch. Oh, ihr haut mich nicht runter. Zack, jawoll. Und wieder welche weg. Sehr schön. Diesmal hat es mich aber auch mit erwischt, aber nicht so schlimm. Ich bin auch schon wieder da und ich habe ganz schön viele bisher ausgeschaltet in dieser Runde hier. Meine Güte. So, hier nimm das. Und ein paar schwere Schläge. Jawohl. Los, runter mit dir. Besser. Hilfe. Komm, nimm das. Jawohl, fühl meinen Hammer. Oh, da wollen sie mich runterhauen? Nee. Nicht so einfach mit mir hier. Das kannst du dir schön abschmecken, mein Freundchen. Das kannst du dir schön abschmecken. Jawohl, der Stein rollt ihn runter. Noch ein Knockout und dann haben wir die Runde auch gewonnen. Schöne Sache. Und ich habe den Entscheidenden gemacht. Sehr schön. Sieg. Jawohl. Ja, erste Match gewonnen mit einem 3:0. Herrlich. Herrliche Runde. Wow, also das war Top-Leistung, wie ich finde. Was haben wir hier? Sekundäre Gabe, Hammer im Anflug. Die finalen Treffer einer Kette von schnellen Angriffen verursachen 6 Schaden mehr. Nicht schlecht. Okay, also können alle Figuren einzeln Levels aufsteigen hier. Ja, interessant zu wissen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nach. Okay, den Battle Pass gibt es scheinbar auch in dem Spiel. Ja, nur kann ich den noch nicht auswählen. Was haben wir hier? Hier kann ich mal eine Folge und so nachgucken. Hier sehen wir die Götter. Ja? Thor, das ist bei mir Level 1. Coole Sache.
Aber ich muss sagen, ich freue mich, den Ymir zu spielen. Hier steht auch da, der ist ein bisschen schwieriger zu spielen. Ja, der Tor ist von der Schwierigkeit her 1 Stern, ja, der hat 2. Auf jeden Fall möchte ich den Ymir aber mal spielen als nächstes. Ich denke, wir gehen mit dem jetzt mal noch in eine Runde rein. Ja, was er für Fähigkeiten hat, weiß ich jetzt noch nicht. Aber da lassen wir uns mal überraschen. Denn ich habe Bock auf den Ymir. Der sieht zum einen süß aus, gleichzeitig aber auch cool. Und zum anderen mag ich eine Band, die heißt auch so. Die haben nämlich erst vor kurzem ihr neues Album rausgebracht. Da freue ich mich schon drauf, nächstes Jahr live zu sehen. Aber jedenfalls, das nur so am Rande. Wir spielen jetzt in der nächsten Runde den guten Ymir. So, einmal Ymir auswählen. Zack. Was haben wir hier? Hier können wir ein bisschen seine Fähigkeiten lernen, ja, was er so kann. Und ja, bin gespannt drauf, jetzt ihn auf jeden Fall mal auszutesten hier im Match. Ich denke auf jeden Fall, da bewegt sich etwas langsamer vom Movement so her. Weil der ja recht groß und breit ist. Ist das so ein bisschen meine Vermutung, was den schon mal betrifft. Ja, weil ich würde sogar sagen, das ist die größte Figur. Und auch die breiteste Figur von allen, die es hier so gibt. Deswegen denke ich, der spielt sich ein bisschen langsamer. Ja, lass uns mal überwachen. Ja, also die Hiebe und so sind auf jeden Fall langsamer. Also wie von dem Tor, würde ich meinen. Komm, einmal schön drauf knibbeln hier. Jawohl. Sehr gut. Aber ein Knockout haben wir schon gemacht. Schön. Nicht schlecht. Los. Da haben wir den nächsten hier. Hilfe. Jawohl. Ui. Fähigkeit hat es aber gerade in sich gehabt. So, Moment. Ah, das war's für mich, oder? Nee. So, jetzt testen wir mal noch die anderen Fähigkeiten von dem Ymir aus. Was kann er hier? Okay, wie so eine Art Barrikade kann er erschaffen. Was kann er hier noch? Okay. Interessante Sachen. Und Eisball! Woo! Ja, aber das war's ja für mich. Ja, da habe ich mich selber jetzt mit umgebracht. Also mit dem Eisball, ja, da muss man sich erstmal ein bisschen mit einspielen. Ja, also ist ein gefährliches Manöver. Ist zwar eine coole Ulti, ja, also ich denke, du kannst so echt viele vielleicht runterhauen, ja. Aber du musst auch selber aufpassen, dass du dich selbst runterkullerst. So, komm. Oh, das war's für mich an der Stelle hier. Alter, ich bin gerade an der Wand mehr oder weniger gelaufen. Okay, ich wusste nicht, dass er das überhaupt kann. Ich habe gerade probiert, einfach nur hochzuspringen. Aber hey, das war gut gemacht. Jawohl, einmal hier rein. Und auf den hier drauf los. Ah, wohl, zurück. Komm, bitte. Zack! Jawoll! Das war's für mich, oder? Nee, noch nicht. Wow! Ja, da hat's mich zu weit weggeschleudert. Da hatte ich keine Chance mehr wieder reinzukommen. Aber hey, jetzt bin ich wieder drin. Das ist die Hauptsache. Jawohl. Ah, komm, der eine schafft nicht mehr rein, oder? Doch. Er ist wieder drin hier. Und ich kann wieder zum Eisball werden. Los, wir spüren es mal wieder. Sehr schön. 1-0 steht's, aber die haben gut gespielt. Und hübsche Kröte dort hinten rechts. So, welche Karte nehmen wir jetzt? Hm, ich denke, wir nehmen die Karte links. Ja, also mit diesen Felsen wieder. Ja, Sumpf hatten wir ja auch schon eben in dem Match zuvor mal. Ja.
Okay, Sumpf haben die anderen ausgewählt, ja. Für den haben mehr Leute gestimmt. Schade. Ich hätte gerne nochmal die Karte mit dem Felsen gespielt, aber passt auch, ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es dieses Matchup auf jeden Fall vielleicht zu einem 1 zu 1 dann kommt von Punkten her. Weil man muss einfach sagen, die Gegner gerade sind echt nicht schlecht. Die schaffen es halt richtig oft immer wieder hier reinzukommen. Gerade. Hilfe. Los. Ja, sehr gut, jetzt schafft er es nicht mehr, oder? Doch, er schafft. Los, wir erwarten ihn hier. Jawohl. Oh, Hilfe, was macht er jetzt? Das ist eine Art Ulti oder so, schätze ich. Aufpassen. Ja. Ja, sind kaum welche runtergefallen hier. Der schafft es irgendwie alle immer wieder hoch. Jawohl. Das war gut. Ja, fall runter. Sehr schön. Ich habe ihn runtergeschmissen. Alter, was macht der hier drüben für eine Fähigkeit? Das sieht ja cool aus. Der eine hat sich doch mehr oder weniger wie unsichtbar hier gemacht. Oh, Hilfe! Zack! Da bin ich wieder. Oh, Hilfe! Los, Eisball werden gleich. Okay, Moment, Moment, Moment. Erstmal weg hier. So. Und jetzt Eisball. So. Ich hau mich zusammen mit dem, denke ich, nach unten, oder? Nee, hat nicht so ganz geklappt. Schade, das hat mich komplett rausgeschmissen aus der Arena. Aber immerhin führen wir gerade. Oh. Achtung, die Plattform geht unter. So. Müssen wir hier oben bleiben. Aufpassen. Herunter, los. Ja, und wenn man das richtig auch einsetzt hier mit dieser Steinfähigkeit oder wie man das auch nennen möchte, ja, kann man sich, denke ich, sogar richtig gut retten mit dieser Fähigkeit. Also hier, dass ich beispielsweise hier an so einem Abgrund so eine Wand aufbaue, bevor ich runterfliege, dass du dann nur gegen deine Wand fliegst. Sehr schön. Runde gewonnen. 2-0. Jetzt kommt die entscheidende Runde. Ja, wenn wir die jetzt nochmal gewinnen, ja, dann haben wir das gesamte Match gewonnen. So. Dann mal sehen, für welche Karte die anderen stimmen. Okay. Es geht jetzt auf eine Karte, auf der wir noch gar nicht waren. Oh, oder? Auch nicht. Okay, es geht wieder auf meine Felsrutsch-Karte. Sehr schön. Da freue ich mich doch. Da freue ich mich wirklich drüber. So. Komm, auf. Na los. Hau ab. Oh, der Felsbrocken. Ja, hätte mich fast erwischt. Aber noch fast. Hier. Nimm meine Keule in dein Gesicht. Ja, so ist gut. Oh, Hilfe. Und. Zack. Oh, Hilfe. Diese Fähigkeit hat in sich. Kein Plan, was es für eine Fähigkeit ist, aber das ist so wie eine Art Ulti. Aber hey, es ist Zeit für den Eisball. Okay. So, komm schon.
Ja, mein Plan hat nicht geklappt. Ich wollte alle drei mit dem Eisball mitnehmen und dann irgendwie probieren, alle drei runterzuhauen. Schade, dass das nicht geklappt hat. Da hat es mich rausgeschmissen. Aber hey, ich habe sogar noch einen mitgenommen. Komm. Oh, Hilfe. Nicht die Fähigkeit schon wieder. Oh, komm. Ja, das war knapp. Da hätte es mich gerade fast hier rausbewegt aus der Arena. Aber auch noch fast. Oh, Steinbrocken kommt. Alle meine Deckung. Sehr schön, da bin ich wieder. Und dann mit dir, los. Los. Ah, hat nicht so ganz geklappt. Ja, komm wieder her, na los. Und dann mache ich dich wieder weg. Ja, der spielt gut. Kommt immer wieder rein. Aber jetzt hat er es nicht mehr geschafft. Sehr schön. Und der hat es auch nicht mehr geschafft. Schön. Doppelter Knockout. Schöne Sache. Wir müssen nur noch einen raus befördern. Dann haben wir hier diese Runde auch gewonnen. Dann ist es Zeit für die Eiskugel. So. Euch nehme ich mit. Na? Jawohl. Es hat die ausgeschaltet dadurch. Sehr schön. Ja, war da auch wieder ein super Match insgesamt hier. Hat Spaß gemacht mit dem Ymir, aber auch mit dem Thor. Ja? Beide Charakter waren cool. Aber der Ymir gefällt mir ein bisschen optisch besser. Bin ich ganz ehrlich. Also den Ymir, glaube ich, werde ich noch öfter spielen. So viel ist sicher. Aber das hat wirklich Bock gemacht. Ja, und ich bin schon heiß drauf, ja, die ganzen anderen Figuren hier zu testen in den kommenden Folgen. Denn hier an dieser Stelle war es das jetzt erstmal mit der ersten Folge zu Divine Knockout. Ich hoffe, die hat euch ein wenig unterhalten, hat euch ein wenig gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet, um das Projekt zu unterstützen. Und ja, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wie euch so das Spiel gefällt. Und lasst mich auch gerne mal wissen, werdet ihr das Spiel austesten? Oder habt ihr es vielleicht auch schon ausgetestet? Und wenn ja, wie hat es euch da so gefallen? Hattet ihr Spaß? Lasst mich das gerne mal wissen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!